Als wir begonnen haben, mit der Barmenia zusammenzuarbeiten, haben wir sehr schnell gemerkt, es gibt sehr viele Versicherungen, die für sich werben und viele werben doch sehr ähnlich. Es geht immer darum, dass die Leute sich wohlfühlen, geschützt fühlen, dass man das Leben leben kann. Die Idee des Films kann man einfach mit einem Wort zusammenfassen: grandios. Eher untypisch für die Versicherungswirtschaft, aber ich bin mir sicher, wir werden damit eine sehr, sehr hohe Aufmerksamkeit erzielen und die Servicestärke der Barmenia auch sehr gut vermitteln können. Traumprojekt, also ich meine, als Regisseur, ich liebe Geschichten erzählen, ich liebe große Filme, ich liebe, wenn das Ganze auch noch Humor hat. Ich fand das super. Die wichtigsten Schritte sind einmal, dass die Idee klar ist, dass alle, die an dem Projekt arbeiten, das gleiche Ziel haben und die gleiche Geschichte erzählen wollen. Und dann ist es die Rollenbesetzung. Casting ist es Nummer eins. Unser Ralf, der ist phänomenal. Und wäre es nicht er, wenn wir keinen guten gehabt hätten, wäre es nicht der gleiche Film geworden. Männer, unsere Chancen sind gering und werden sie auch versuchen, uns in den Wahnsinn zu treiben. Dann werde ich euch sagen, wäre es toll, wenn ich den Text richtig könnte. Dankeschön! Ja! Es wird leider in Deutschland nicht so viel Wert darauf gelegt, auf irgendwas, was sehr originell ist. Dadurch, dass unglaublich viele Köpfe daran arbeiten, hat man manchmal das Gefühl, dass Grundideen rundgelutscht sind wie ein Bonbon. Und das ist hier nicht der Fall, sondern es gibt eine wundervolle Grundidee und die ist bis zum Ende auch umgesetzt worden. Bravo! Wir hatten 2 Tage, um das zu drehen, und wir hatten 1 Tag, um die große Schlachtszene zu drehen. Und auch wenn beide Teile wichtig sind im Film, aber von der Produktion her die schwierigste, 100 Extras und noch 20 Featured Extras, Pferde, Post-Production, das an einem Tag hinzukriegen und dass es dann auch noch gut wird, auch noch Spaß macht, sich anzugucken und nicht einfach nur abgehakt wird. Das war heute war der schwierige Tag. Ja. Aber wir geben nicht auf! Viva! Wir haben da einen Look und eine Situation kreiert, die, glaube ich, dafür sorgen wird, dass die Menschen im Werbeblock tatsächlich hingucken, da das eben auch eine gewisse Lautstärke hat und eben diesen Humor und auch die Gradlinigkeit in der Geschichte, dass das hoffentlich der Barmenia auch den ein oder anderen neuen Kunden bringen wird. Die Idee, die dem Film zugrunde liegt, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, wir haben alle mal die Erfahrung gemacht, dass wir irgendwo im Callcenter angerufen haben und da einfach hängen geblieben sind, nicht weitergekommen sind. Und mögen Sie uns auch foltern, bis wir kurz davor sind aufzulegen! Aber das werden wir nicht! Aber das werden wir nicht! Ich glaube, wir sind da bei der Barmenia sehr, sehr gut aufgestellt, sind einfach besser als viele, viele andere Unternehmen und das bringen wir mit diesem Spot zum Ausdruck. Hallo! Ha ha ha!